Hallo Freunde, herzlich willkommen bei einem weiteren Video von uns. Wir hatten ja jetzt kurz unseren NXT-Auftakt, dann stand da was von Champions, die durch NXT bekannt wurden. Und ja, wir spielen auf jeden Fall mal weiter gegen Zeus Tocker. Auf jeden Fall richtig cool zurzeit. Macht mir richtig Spaß, die Karriere. Vielleicht werde ich jetzt auch mal ein paar Videos vorproduzieren. Und ja, das letzte Video müsste ich auf jeden Fall angucken. Das war sehr spannend. Wir haben fast verloren, glaube ich. Bin mir da gar nicht so sicher. Guckt euch einfach selber an. Und wenn ihr es wisst, habt ihr es ja schon angesehen. Also dann auf jeden Fall danke, dass ihr uns auf jeden Fall schon unsere Videos anguckt. Und Jay Connor ohne Maske sieht irgendwie schwul aus, deswegen haben wir noch die Maske draufgepackt. Ja, los geht's. Gegen Zeus Tocker. Auf jeden Fall ist er nicht ganz so verkehrt gerade, aber er ist da direkt Clothesline gegen Zeus Tocker. Schon mal die erste richtige Maschine hier bei NXT, gegen die wir kämpfen müssen. Schon auf den Knien genauso groß wie wir. Wir machen das hier schon mal ganz stark, setzen ihn so ein bisschen unter Druck. Zack, da liegt er wieder. Ein bisschen feiern lassen hier, ein bisschen beliebter machen. Kommt der erste Schlag wieder. Der wehrt das alles noch sehr schön ab. Schön, dass er aufs Bein genagelt, schön gekontert. Runtergezogen und oh, war es schöner Konter von Zeus Tocker. Aber wir können uns hier gleich mal wieder raus befreien. Schmeißen ihn in die Ringecke, da kommt er zurück und schon liegt er wieder. Das ist schon mal ein sehr starker Anfang von uns, würde ich sagen. Er hat erst 5,5%. Das baut auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus mit 47,4. 50, jetzt mal die Hälfte. Das könnte auf jeden Fall ein sehr kurzes Match geben, wenn das hier so weitergeht. Meine Ecke jetzt bleiben, genau so. Schön hingelegt. Ich hoffe, der kommt euch gar nicht so weit. Ja, der kommt nicht so weit. Erstmal lassen wir ihn jetzt aufstehen. Und wenn er dann zu uns kommt, dann springen wir auf ihn drauf. Jetzt. Zack, schön. Erstmal das Knochen, das kann man direkt hinterher zu setzen. Rope Break, fuck. Ah, jetzt macht der mal hier was. Auf jeden Fall ein sehr starker Mann, würde ich mal jetzt so vermuten. Schön auf den Kopf, schon gelb der Kopf. Aber er kontert jetzt ganz stark auf jeden Fall. Okay. Das ist auf jeden Fall nicht so leicht gerade jetzt, weil er jetzt ein bisschen mehr Druck auf uns ausübt. Schön. Ja, und jetzt mit Schwung. Nein. Big Boot. Heb ihn hoch. Und dann gibt es auch eine Aktion wieder. Schöne Schläge gibt er hier. Dann liegt er auch schon wieder. Aber ich könnte ein sehr, sehr kurzes Match hier geben. Schön. Jawohl. Heb ihn hoch. Signature. Schade, jetzt macht er hier auf jeden Fall ganz starke Moves. Hat jetzt auch schon wieder Signature. Schön gekontert. Scheiße, Mann, was ist los jetzt? Ist jetzt gar nicht so schlecht mehr hier. Ich drück doch gar nicht zu früh, man steht jetzt auf, Alter. Zu spät, zu früh, entscheidet euch doch mal jetzt endlich. Mann! Also jetzt, Freunde, es wird ganz schön knapp jetzt gerade. Weil er uns langsam die ganze Zeit hier kriegt. Aber jetzt dürfte ein Finisher geben, wenn er nicht noch kontert. Da ist er.
Da ist er. Power Pin hinterher. One, two, three. Gewonnen, Leute. Yes, Alter. Ich würde sagen, wir setzen gleich noch ein Match hinterher. Ja, würde ich sagen, ja. Machen wir noch eins. Das ist Premiere auf unserem Kanal. Zum ersten Mal zwei Matches in einem Video austragen, glaube ich. Ja, dann werden wir jetzt gleich mal zum nächsten Event springen. Komm, lad endlich, Mann. Also gut, ich lasse dich gegen einen der Stars Banks hier antreten. Zeig mir, was dass du der Menge eines spannenden NXT-Matches bieten kannst. Dann bekommst du deine Chance. Also Leute, gegen wen kämpfen wir? Bo Dallas. Okay, Freunde. Das ist unser erstes hartes Match hier. Gegen Bo Dallas. Wir werden jetzt auf jeden Fall direkt unsere Einzug überspringen, weil wir jetzt noch 9 Minuten Zeit haben, das Match für uns zu entscheiden. Und so, das wird auf jeden Fall nicht leicht, das Match gegen Bo Dallas. Aber gut, dass wir schon mal die Chance kriegen, gegen einen Superstar anzutreten. Es wird auf jeden Fall nichts Leichtes werden. Schön. Schöner Big Boot. Sachen wieder richtig schön Druck hier auf ihn. Ah ja, jetzt kommt wahrscheinlich Bo Dallas hier raus. Ah, das hatten wir gerade im Match nicht gehabt, aber wir haben ihn gleich mal hier wieder unter Druck. Sind etwas schneller. Kriegt den ersten Schlag, kriegt er wieder ab. Wieder das, ich hasse das. Ja, jetzt hat er uns mal im Griff. Was macht er da? Das ist doch unfair irgendwie. Schöner Konter. Und jetzt ist er rückwärts da. Mann, ey, jetzt hatten wir ihn schon mal. Konter. Bam. Man sieht, dass das ein Superstar ist. Da sieht man schon alleine, wie schnell der mal aufsteht. Und wie viel Prozent er hat und wir haben. Und wie viel Schaden er hat und wir haben halt. Also man sieht da schon den schönen Unterschied. Hä, ich bin aufgestanden. Nee, Freunde, da wird es keine Attacke irgendwie geben oder sowas. Okay, also jetzt langsam wird es ein bisschen problematisch, weil ich weiß nicht, wie ich gegen den gewinnen soll. Ich muss euch mal angucken, wie viel Prozent. Wir haben ungefähr gleich viel Prozent. Und er hat einfach viel weniger Schaden als wir. Aber wir machen auf jeden Fall schon mal starke Moves hier. Könnt ihr mal aus Fun so probieren. Gucken, was er jetzt noch liefern kann hier. Erster Schlag. Mann, er kontert wieder. Und jetzt, das gab einen schönen Power Slam. Schöner Power Slam. Nimm ihn doch. Schön, jetzt versuch ihn. Jawohl. Stark. Boah, das ist richtig schwer. Wir kriegen einfach gerade immer nur so 2% hier oder sowas pro Attacke. Das ist echt richtig schwer. Ja, das ist halt Bo Dallas. Die haben halt alle ihre Fähigkeiten hier. Die einfach viel mehr Kraft auch haben als wir. Das sieht, merkt man direkt. Es ist richtig schwer, könnt ihr mir auf jeden Fall glauben. Feier dich nicht zu viel und nicht zu lange, Junge. Es könnte noch zu einem gewissen Nachteil werden. Schön, es bleibt meine Ecke, Bo Dallas. Können wir mir eine Aktion hier auswählen, jawohl. Das gibt einfach keinen Schaden bei dem Kerl. Das ist einfach unglaublich. Wir haben erst den Kopf gelb und er jedenfalls schon mal den Oberkörper. Schön. Jawohl.
Der liegt da wieder. Es geht einfach nur bis 1, das Cover. Das ist echt schon sehr frustrierend. Freunde, die haben orangenen Kopf. Das geht nicht mehr lange gut hier. Dann sind wir gepinnt. Oh, Kacke. Jetzt habe ich irgendwie richtig Schiss gerade, weil wir nicht mal Signature Move haben oder sowas. Wir kommen auf jeden Fall schon mal in die Nähe des Signature Moves. Jetzt haben wir ihn. Jetzt lassen wir erstmal ein bisschen die Stamina aufleuchten jetzt hier. Mein Gott, ey, jetzt geht's aber richtig auf die Knochen hier. Schön. Boah, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Stamina tanken, Leute. Der steht einfach direkt wieder auf. Das es geht richtig schnell, wie der aufsteht. Aber jetzt könntest du unseren Signature Move geben. Jawohl. Und jetzt einen geladenen Finisher hinterher. Und es könnte vielleicht sogar die Entscheidung sein. Wir haben auf jeden Fall geladener Finisher geklickt. Aber er hat einfach noch richtig viel Kraft irgendwie übrig. Und er hat gekontert. Ich gehe davon aus, dass es das jetzt gewesen sein wird hier. Schön. Nochmal gekontert hier von Trey Connor. Gib mal ein paar Schläge da drauf, sonst wird das nichts. Bisschen Attacken auf dem Boden, jawohl. Bitte, das gibt sie. Der Konter hat alles. Oh, er hat geladen und Finisher, Freunde. Er hat geladen und Finisher. Das können wir gar nicht schaffen. Ja, zu spät. Da werden wir nicht mehr rauskommen, Freunde. Das könnt ihr mir jetzt schon glauben. Da werden wir einfach nicht mehr rauskommen. Ja, ich wusste es. Okay, Freunde. Das war unsere erste Niederlage hier. Kacke, Freunde. Das war echt jetzt nicht schön. Gegen Bordeles haben wir jetzt verloren. Aber was hat man noch anders erwartet? Gegen so einen Monster. Was heißt das Monster? Der ist bei NXT. Der ist schon bei WWE, bei SmackDown. Bei Raw. Egal, ob Sieg oder Niederlage. Es kommt darauf an, dass du ein gutes Match ablieferst. Und das hast du jetzt abgetan. Ich weiß zwar nicht, ob es richtig ist, aber ich sehe etwas Besonderes in dir. Ich gebe dir das Haupt-Herausforderer-Match. Enttäusche mich nicht. Okay, Freunde. Wir werden das Video jetzt beenden. Ich werde auf jeden Fall demnächst vorproduzieren, jetzt gleich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo wäre auch nicht schlecht und bis bald.